Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt hier im Internet bei Asklepios. Heute dreht sich bei uns alles um die Männergesundheit. Genauer gesagt ist das Thema Laserbehandlung der gutartigen Prostatavergrößerung. Dazu habe ich eingeladen hier bei uns im Studio Herrn Professor Dr. Groß aus dem Asklepios Klinikum Barmbek. Hallo. Hallo. Fangen wir doch mit der ganz einfachen Frage an, um welche Problematik handelt es sich denn überhaupt bei der Prostatavergrößerung, wenn es denn generell eine Problematik ist? Also die Prostata wächst während des ganzen Lebens, von der Geburt bis zu dem letztlichen Ende. Aber das Wachstum der Prostata heißt nicht notwendigerweise, dass die Probleme in gleichem Maße zunehmen. Es gibt Männer, die haben eine kleine Prostata und große Probleme und umgekehrt. Das muss man genau untersuchen, damit man denen dann die richtige Therapie angedeihen lässt. Ab wann merke ich denn, nicht ich, aber der Mann, dass er erhebliche Probleme hat, mit denen man auch wirklich zum Arzt gehen sollte? Das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die können leiden, ohne dass sie zum Arzt gehen. Und es gibt Patienten, die kommen sehr früh. Das geht auch so schleichend los, meistens so um die 40, aber dann nimmt man das noch nicht wirklich wahr. Und mit 50, 60 wird es dann deutlicher. Was sind die Probleme? Man merkt, dass man die Blase nicht mehr ganz leer kriegt, der Harnstrahl ist schwächer, man muss nachts vielleicht mal raus. Das sind so typische Probleme. Wie häufig kommt das vor? Von wie vielen Männern sprechen wir da? Gibt es da? Es ist eine Volkskrankheit. Wir reden von sehr, sehr vielen Leuten. Man kann so mal über den Daumen sagen, 50% aller 50-Jährigen, 60% aller 60-Jährigen und so weiter haben Probleme mit der Prostata, mehr oder weniger. Was kann getan werden und ab wann muss denn überhaupt etwas getan werden? Also wenn wir das Pferd mal von hinten aufsäumen, wann muss was getan werden? Es gibt 5 Gründe, wo der Urologe sagt, entweder Sie lassen sie jetzt behandeln oder es wird gefährlich. Das ist, wenn der Patient gar nicht mehr Wasser lassen kann, wenn er Steine in der Blase entwickelt, wenn er Infekte hat, die immer wieder auftauchen in der Blase, wenn er zurückstaut in die Niere und wenn die Prostata so kräftig gewachsen ist, dass sie anfängt zu bluten. Dann sagen wir, also jetzt muss was passieren, sonst gehen sie unverantwortlich mit ihrem Körper um. Das andere Extrem ist, dass es so langsam unbequem wird, dass die Männer sagen, ja, das stört mich, dass ich länger brauche, bis ich meine Blase entleert habe und es stört mich, dass ich nachts aufstehen muss. Es gibt aber genauso gut Männer, die sagen, ich stehe nachts 2-3 Mal auf, aber es stört mich gar nicht. Das heißt, den Beginn, der ist sehr individuell. Kommen Männer denn rechtzeitig zu Ihnen? Können Sie das generell sagen oder tendieren die schon eher dazu, ein bisschen zu warten? Also ich möchte mal mit meinen Geschlechtsgenossen hier mich solidarisieren. Wir werden besser. Natürlich sind Frauen sehr viel disziplinierter, wenn es um Vorsorgeuntersuchungen geht. Aber ich glaube, es spricht sich schon rum, dass es Sinn macht, auch als Mann rechtzeitig sich mal untersuchen zu lassen. Man muss nicht hektisch werden, man muss es nicht so oft machen, aber die Zahl steigt. Und dazu gehören natürlich die urologischen, aber auch die Herz-Kreislauf-Untersuchungen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn? Die erste Behandlung ist, wie so oft in der Medizin, dass man gar nichts macht. Der Patient ist vielleicht beunruhigt, er erzählt einem die Symptome und wenn man sagt, ja, das passt so in ihre Altersgruppe, dann reicht es denen. Dann ist in Deutschland oder überhaupt in Europa sehr verbreitet phytopharmazeutische Medikamente, von denen einige Patienten eine gewisse Linderung verspüren. Wenn das nicht funktioniert, dann nimmt man, um es mal so auszudrücken, richtige Medikamente. Davon gibt es 2 verschiedene Medikamentengruppen, die nimmt man entweder oder, man kann sie auch gemeinsam nehmen und wenn es dann nicht funktioniert und der Patient immer noch unglücklich ist, dann müssen wir anfangen, über eine Operation zu reden. Über welche Operationsmethoden verfügen Sie da? Was gibt es für Alternativen? Also wir sind hier in Barmbek in der glücklichen Situation, dass wir das ganze Armamentarium anbieten können. Wir können sogar noch die sehr antike, offene Prostata-Operation, aber das will praktisch keiner mehr. Heute ist die Entscheidung eigentlich bei jeder Prostata-Operation, auch bei jeder Größe der Prostata, dass man durch die Harnröhre operiert. Als Energiequelle gibt es historisch die elektrischen Strom, also die sogenannte Schlinge, oder eben als moderneres Verfahren den Laser. Da reden wir trotzdem aber in erster Linie auch noch von der konventionellen OP-Methode ohne Laser. Warum gibt es denn dann überhaupt den Laser, wenn die andere sich doch auch bewährt hat?
Der Lässe hat vor allen Dingen folgende Vorteile. Es blutet dramatisch weniger bei einer Lässeoperation. Das heißt, die Patienten, die ja alle nicht mehr so ganz jung sind, im Durchschnitt ist unser Patient um die 70. Und die sind ja eigentlich noch ganz gut, aber wenn man sie dann operiert und sie mal einen halben Liter oder einen Liter Blut in einer Stunde verlieren, dann merkt man, dass sie doch 70 sind. Die Lässeroperation blutet deutlich weniger. Die Patienten gehen viel frischer aus so einer Operation raus. Das ist ja ein ganz großer Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass wir auch Patienten operieren können, die Blutverdünner nehmen. Das ist ja eine sehr weit verbreitete Medikation, Aspirin, Marcuma, diese ganzen Dinge. Und wenn das auf keinen Fall abgesetzt werden darf, hat man mit dem Laser trotzdem noch eine Chance, den Patienten zu operieren, obwohl er diese Blutverdünner nimmt. Bestehen denn trotzdem Patienten darauf, noch die ältere Methode zu nehmen, weil ja Laser vielleicht auch gerade für die älteren Herrschaften noch etwas sehr Neues ist, was sie vielleicht noch nicht so ganz greifen können? In der Tat. Es gibt immer mal einen, der sagt, ich will das lieber so oder so. Und was ich gerade schon mal gesagt habe, glücklicherweise haben wir in unserem Team in Barmbek alle handwerklichen Fähigkeiten, aber auch die Instrumente noch da. Wir können alle Methoden anbieten. Wie viel wird denn operiert oder wird zu viel operiert? Das ist eine sehr gute Frage. In der Tat wird sehr viel operiert. Beim Prostatakarzinom können wir sogar eindeutig sagen, in Deutschland wird viel zu viel und viel zu häufig operiert. Deswegen empfehle ich jedem Patienten, der ein Prostatakarzinom hat, bevor er sich operieren lässt, dass er sich nochmal eine zweite Meinung einholt bei einem anderen. Im Bereich der gutartigen Prostata haben wir ja nicht den Druck. Es geht hier nicht ums Leben, sondern es geht um Lebensqualität. Deswegen bestimmt der Patient sehr viel mehr mit, lasse ich mich jetzt operieren oder nicht. Deswegen ist es hier ausgewogener. Und ich glaube nicht, dass wir hier zu viel operieren. Insbesondere, weil wir auch heute mit den modernen Medikamenten mehr Spielraum haben und sagen, wir können mit den Medikamenten arbeiten und kommen möglicherweise komplett um eine OP rum. Ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich so eine Laserbehandlung, wie Sie es jetzt beschreiben, oder Laseroperation auch durchaus ihre Attraktivität hat, dadurch, dass man dann vermeintlich das Problem auch los ist danach. Und es ist nicht so blutig, ich muss nicht im Krankenhaus bleiben, dass sich der Patient vielleicht auch dadurch schneller zu einer OP entscheidet. Ist das so? Also ich glaube, eine OP ist schon immer eine OP und das darf man dem Patienten auch nicht anders erzählen. Ob wir mit dem Laser arbeiten oder mit der alten elektrischen Schlinge, dort, wo die Prostata sitzt, wird halt richtig gearbeitet und diese Wunde muss heilen und das bleibt nach wie vor unvergnüglich, um es mal so auszudrücken. Deswegen sollte man nicht zu leichtfertig operieren. Der Vorteil und das Attraktive an der Laseroperation ist, der Krankenhausaufenthalt ist sehr kurz, die Erholungsphase ist eher zügig, sodass das nochmal für die Lebensqualität des Patienten deutlich besser ist. Sie waren vor ungefähr 2 Jahren schon mal zu dem Thema hier. Können Sie sagen, was sich in der Zwischenzeit allein genau auf dem Segment schon verändert hat? Ja, das Schöne ist ja, dass die Medizin sich dauernd fortbewegt. Und es tut sich sowohl was in dem medikamentösen Bereich als auch im Laserbereich. Bei den Medikamenten haben wir uns bisher eigentlich immer nur auf die Prostata beschränkt, wenn wir über diese Blasen Prostata-Probleme gesprochen haben. Wir wissen heute, dass wir auch sehr viel mehr auf die Blase achten müssen. Und bevor man einen Patienten operiert, dass man nochmal versucht, mit einem Medikament, was vielleicht die Blase beruhigt, reinzugehen. Das sind kurze Versuche von 4-6 Wochen eines Medikaments. Und dann kann man sagen, ja Mensch, das hilft mir jetzt. Ich komme um die OP drumherum. Oder man hat dieses Medikament probiert, es funktioniert nicht. Und dann ist man aber auch sicherer und sagt, jetzt hilft nur eine OP. Also das ist im Bereich der Medikamente. Im Bereich der Laser, wenn man so in der Presse guckt, gibt es ja 3 große Laser, die hier zur Verfügung stehen. Und jeder behauptet natürlich, er hat den besten Laser. Die Wahrheit ist wie so oft genau in der Mitte. Wir spielen im Moment mit den Wellenlängen etwas. Wir nähern uns dort an. Es gibt auch andere technische Details, wo man versucht, die 3 Laser miteinander zu kombinieren. Wir haben jetzt hier gerade eine Serie von 50 Patienten mit so einem neuen Prototypen operiert und das ist sehr vielversprechend. Also da bewegt sich immer noch was. Wie kann denn ein Patient überhaupt zwischen diesen 3 Laservarianten unterscheiden? Kaum. Kaum ein Urologe kann damit unterscheiden.
Ich habe das Glück, dass ich seit 20 Jahren sehr eng mit einem Physiker zusammenarbeite, der mir wie einem kleinen Schuljungen immer und immer wieder erklärt hat, wie ein Laser funktioniert. Und ich meine, dass ich jetzt ein bisschen was davon verstehe. Aber das ist schwierig. Ich habe ganz gerne Patienten, die Ingenieure sind, die kapieren das. Und anderen muss man das halt versuchen, so zu erzählen, dass sie verstehen, was wir tun. Sie haben vorhin gesagt, die Männer lernen dazu oder sind besser geworden insgesamt, was die Verarbeitung von Krankheiten angeht. Glauben Sie, dass das auch ein Thema ist, das jetzt nicht mehr ganz so schwierig ist für Männer, das nicht mehr ganz so tabu ist, wo man vielleicht auch mehr drüber redet, früher zum Arzt geht? Sprich, haben Sie Hoffnung? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich sehe auch dadurch, dass wir gerade mit der Laser-Operationstechnik Patienten wirklich helfen und die gehen glücklich wieder in ihr Umfeld zurück. Und dann erzählen sie plötzlich ihrem Tenniskumpel oder ihrem Skatbruder davon und dann werden sie merken, dass die Hälfte in der Runde das gleiche Problem auch hat und oder schon hinter sich hat und das öffnet sich. Wird das Thema denn allgemein genügend publik gemacht, sodass viele auch da mehr aus sich herauskommen oder sich auch wirklich mehr trauen damit? Also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass vor allen Dingen die Laienpresse und die Boulevardzeitungen sich gerade in dem medizinischen Grenzgebiet der Urologie gerne tummeln und das thematisieren. Und wenn man sachlich bleibt dabei, kommt man auch gut durch. Kann man denn sagen, wo die Reise ungefähr hingehen wird? Wird es 10 weitere Laser noch geben oder wird vielleicht die Lasermethode, die konventionelle Methode mal ganz ablösen? Ich habe als Student immer gedacht, leider ist schon alles erfunden, es bleibt für mich nichts übrig. Es ist ganz anders. Ich glaube, dass die Studenten, die wir heute unterrichten, wirklich erst die Zukunft in der Hand haben. Ich denke jetzt nicht ganz kurzfristig, aber ganz langfristig wird es viele Operationen überhaupt nicht mehr geben. Wir werden sogenannte Target-Medikamente haben, die dann wirklich ganz gezielt nur in die Prostata gehen und die Prostata verkleinern, so dass man gar nicht mehr diese grobschlächtigen Medikamente nehmen muss, die wir heute eigentlich nehmen, oder was ja fast noch primitiver ist, dass man sagt, dann schneide ich es halt weg. Ich denke, in 100 Jahren werden die unsere Tätigkeit, die wir heute machen, als archaisch bezeichnen. Super, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich denke, dass da ganz viele Patienten oder Interessierte sich viele Informationen schon raussuchen konnten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, und auch Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuschauen und auch Zuhören und kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, nächste Woche wieder einzuschalten, denn jede Woche bekommen Sie von uns ein neues medizinisches Thema, das gerade dann relevant ist. Und auch sonst zwischendurch sollten Sie sich einklicken bei www.asklepios.com/Nachtvorlesung. Bis dann, ich sage Dankeschön und Tschüss.